Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Am Montag in der Karwoche heute feiere ich die Heilige Messe wieder hier aus der Kirche St. Antonius in Röhe. Wollen wir uns auf Jesus Christus besinnen, unseren Herrn und Meister, der in dieser Woche zugeht auf seinen Tod und auf seine Auferstehung. Er will uns mit hineinnehmen in dieses Geheimnis von Leid, Sterben und neuem Leben. Bitten wir ihn, dass er unseren Glauben stärke, dass wir immer mehr eintreten können und mit ihm an seiner Hand durch Leid und Schmerz, die kommen werden, die es in unserem Leben gibt, hindurchgehen zur Freude des Heils, der Auferstehung und des Lebens, das er uns schenken will. So rufen wir zu ihm, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in unserer Schwachheit versagen wir und sind anfällig für das Böse. Schau hin auf das Leiden deines Sohnes, richte uns wieder auf und schenke uns neues Leben. So bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. So spricht Gott der Herr: Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. So spricht Gott der Herr, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat, der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst, der den Menschen auf der Erde den Atem verleiht und allen, die auf ihr leben, den Geist. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens, vor wem sollte mir bangen? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Dringen Frevel auf mich ein, um mich zu verschlingen, meine Bedränger und Feinde, sie müssen straucheln und fallen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Mag ein Heer mich belagern, mein Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg gegen mich toben, ich bleibe dennoch voll Zuversicht. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ich bin gewiss zu schauen, die Güte des Herrn im Land der Lebenden, hoffe auf den Herrn und sei stark, hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Der Herr ist mein Licht und mein Heil.
Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Sei gegrüßt, du unser König. Als wir in die Irre gingen, nahmst du allein dich unser an. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. 6 Tage vor dem Pascha-Fest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente, und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte: Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus erwiderte: Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war, und sie kamen, jedoch nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Das Evangelium heute bringt uns eine Frage näher, die immer wieder auftaucht, auch im Leben der Gemeinde. Wofür sollen wir uns einsetzen? Für den Dienst am Nächsten oder für den Dienst für Gott? Dass wir Geld, Möglichkeiten, Zeit, Dinge einsetzen zum Wohle Gottes, zum Lobpreis, Heil und Anbetung unseres Herrn? Oder dass wir es einsetzen für unsere Mitmenschen, für Bedürftige, für die Armen? Maria setzt sich ganz ein für Jesus. Sie tut einen Dienst nur für ihn, einen verschwenderischen, einen übergroßen Dienst für ihn, indem sie ein ganzes Pfund echtes, kostbares Nardenöl über seine Füße gießt. Judas Iskariot sieht das und sagt, man hätte das Geld viel besser einsetzen können für die Armen. Es ist vorschnell zu sagen, Johannes, der Evangelist, der uns das aufgeschrieben hat, der will die Armen ganz wegtun. Er tadelt das, was Judas sagt, sicherlich, aber er tadelt es, weil Judas nicht ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Wichtig ist, vielleicht mit einem anderen Wort Jesu zu sagen, Gott zu geben, was Gott gehört, und dem Kaiser zu geben, was dem Kaiser gehört, und dem Nächsten zu geben, was dem Nächsten gebührt. Vielleicht können wir uns in diesen letzten Tagen vor Karfreitag, dem Tod unseres Herrn Jesus Christus,
und vor seiner Auferstehung in der Osternacht. Noch einmal Gedanken machen, was tun wir? Für wen? Mit welcher Absicht? Und auch, wer soll es sehen? Maria nimmt das Nardenöl, salbt Jesus die Füße und es heißt, das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Alle haben es mitbekommen und sich erfreut an dem Duft, den dieses Öl verströmt. Manchmal tun wir es vielleicht genau umgekehrt. Ich denke an mich, wie schwer fällt es mir manchmal, wenn ich in einem Restaurant sitze, vor allen Dingen zum Beispiel in einem McDonald's, was nicht mehr sehr häufig vorkommt, aber wie schwer fällt es mir, vor dem Essen wirklich bewusst ein Kreuzzeichen zu machen und zu beten, so wie ich es zu Hause gewohnt bin zu tun. Hier sehen es andere und mir ist es dann eher peinlich, zu meinem Glauben zu stehen. Vielleicht gibt es noch viele andere Dinge. Wenn mittags um 12 Uhr die Glocken läuten, schaffe ich es, mitten auf der Arbeit einen Moment innezuhalten, selbst auf die Gefahr hin, dass andere das mitbekommen, um den Engel des Herrn zu beten, um einen kurzen Gruß an Gott, den Herrn, zu senden. Andere Gelegenheiten gibt es mit Sicherheit noch viele, wenn andere schlecht über die Kirche reden oder Witze reißen, die ja unter der Gürtellinie oder jedenfalls nicht so sind, wie wir es als Christen uns vorstellen könnten, sollten. Schaffe ich es, dort einzustehen und zu sagen, mir gefällt das nicht? Wie ist das mit dem, was ich tue? Für wen tue ich es? Habe ich wirklich die Absicht, ganz zu Gottes Ehre zu handeln? Wer sieht es? Tue ich es wirklich dann für Gott? Maria tut es ganz für Gott. Es ist ihr egal, ob das ganze Haus es mitbekommt oder nicht. Es geht ihr um Jesus. Wie feiere ich, wie lebe ich diese letzten Tage vor dem Karfreitag, vor Ostern? Als Fürbitten möchte ich heute noch einmal das Gebet in Zeiten der Corona-Krise beten, zumindest ein Stück daraus. Herr, du Gott des Lebens, betroffen von der Not der Corona-Krise kommen wir zu dir. Wir beten für alle, deren Alltag massiv belastet ist und bitten um Heilung für alle Erkrankten. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie und allen Pflegenden Kraft in dieser extremen Belastung. Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen. Wir danken für alle Frauen und Männer, die gewissenhaft die Versorgung und Infrastruktur unseres Landes aufrechterhalten. Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben. Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen. Berühre sie mit deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit, dass wir trotz allem miteinander verbunden sind. Von ganzem Herzen flehen wir, dass die Epidemie abschwillt und dass die medizinischen Einrichtungen und Ressourcen den Anforderungen gerecht werden können. Wir beten, dass die Zahl der Infizierten und Erkrankten zurückgehen. Und wir hoffen,
dass in allen Bereichen bald wieder Normalität einkehren wird. Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen. Lass uns niemals vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist. Ja, wir sind sterbliche Wesen und können nicht alles kontrollieren. Du allein bist Ursprung und Ziel von allem. Du allein bist ewig, immer liebend. Dein Heiliger Geist, bewahre unsere Herzen in der Dankbarkeit. Getragen von einem tiefen Frieden werden wir die Krise bestehen. Jesus, du Herr und Bruder aller Menschen, deine Gegenwart vertreibt jede Furcht. Sie schenkt Zuversicht und macht unsere Herzen bereit, offen und aufmerksam füreinander. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, schau gnädig auf das heilige Opfer, das wir feiern. Du hast deinen Sohn dahingegeben, um unsere Verurteilung aufzuheben. Schenke uns als Frucht seines Leidens das ewige Leben, durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deines Erbarmens zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn wiederum kommen die Tage, die seinem heilbringenden Leiden und seiner glorreichen Auferstehung geweiht sind. Es kommt der Tag des Triumphes über den alten Feind. Es naht das Fest der Erlösung. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr selber uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. O Gott, verbirg nicht dein Gesicht vor mir. Wenn ich in Not bin, wende dein Ohr mir zu. Wenn ich dich anrufe, erhöre mich bald. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du bist bei deinem Volk eingekehrt und hast durch die heiligen Geheimnisse in uns Wohnung genommen. Bleibe uns nahe und wache über uns, damit wir die Heilsgnade bewahren, die uns durch dein Erbarmen zuteil geworden ist. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne und bewahre euch der allmächtige und dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.